So, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Hof Bergmann. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und meine weiteren Schritte hier mit verfolgen möchtet. Ja, Freunde, wo sind wir? Leider hat sich jetzt in der letzten Folge, beziehungsweise ich habe eine Folge weitergedreht und ja, wie es der Teufel so will, war das komplett ohne Ton. Das wollte ich euch jetzt nicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten antun, alles ohne Ton euch anhören, anschauen zu müssen. Fand ich ein bisschen langweilig. Deswegen sind wir hier jetzt in dem Stand ein klein wenig weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben, ich gehe mal ganz kurz hier rein, wir haben das Feld 1 komplett abgedroschen mit Weizen und haben das Stroh eingesammelt. Das haben wir eingelagert. Auf 5 sind wir gerade dran abzudreschen. Da ist auch Weizen drauf. Und sind beim Stroh einsammeln. Das ist die nächste Aufgabe. Ja, was haben wir noch? Es hat sich ein bisschen was ergeben, dass wir jetzt, wir schauen mal kurz auf unseren Hof. Ich gehe da mal ganz kurz rüber. Moment, wir springen da mal hin. Dann könnt ihr euch das anschauen, wenn wir da hinkommen. Und zwar habe ich da, wie ihr seht, wir haben Hühner. Ja, und ein paar Enten am Start. Die haben wir gefüttert. Hier haben wir das Hühnerfutter oben drauf und haben die mit Wasser gegeben, damit die hier schön zu leben haben. Das heißt, hier kehrt langsam ein bisschen Tierisches ein. Dann haben wir die ersten Fahrzeuge auch ein bisschen gewartet, repariert und gewaschen. Und ja, das ist der Stand. Was hat sich im Shop getan? Ich habe den ein oder anderen App neu hinzu, neuen Mod hinzugenommen. Und zwar findet man diesen bei den Kompakttraktoren. Und zwar habe ich hier aufgenommen, die Eicher-Serie. Da gab es, glaube ich, gibt es gleich zwei davon. Und zwar einmal den EA400. Den haben wir hier. Es ist ein ganz tolles Gerät, wie ich finde. Moment, kann man das ein bisschen verrücken? Ich müsste doch. Ja, genau, rotieren, so genau. Ja, den kann man wunderschön ausstatten. Einmal Bügelarbeitslicht hat er hier, finde ich ganz klasse. Die Motorausführung mit 40 oder 80 PS. Wir haben GPS natürlich am Start. Kraftstoffanpassung, da hat man einen Dieselkanister mit drin. Hauptfarben, Eicherblau ist möglich und grau. Und die Designfarbe kann man hier auch noch ein bisschen verändern. Vom Preis her ist es nicht die Welt. Kann man sich leisten. Wir brauchen den momentan jetzt nicht, deswegen lassen wir den jetzt erstmal noch außen vor. Und wir haben hier nochmal einen Eicher, den EA800 Wotan. Der ist auch mit dabei. Da den schauen wir uns auch mal ein bisschen an. Da haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Konfigurieren. Einmal Standard, den Klingenklader. Ich klicke einfach mal durch. Den Hydraulik und Stoll Super 1. Ein Gewicht können wir vorne hinpappen. Fronthydraulik und hier wieder Standard. Es gibt verschiedene Reifenhersteller, Michelin, 2WD, das finde ich absolut lustig hier. Trelleborg, ja, also die Standardsachen. Dann haben wir die Reifenvarianten, da gibt es wirklich alles zur Verfügung. Vor allem finde ich diese Kombination mit den Zwillingsreifen absolut gigantisch. Also, wenn man mit sowas kommt, ich glaube, da hält man echt für verrückt. Und nee, also hier Standard, dann haben wir hier noch die Möglichkeit mit Überrollbügel, verschiedene Verdecke, wo man noch machen kann. Also da kann man echt unheimlich viel einstellen. Man kann hier einmal den Eicheraufkleber mit drauf haben. Es gibt noch Zierleisten, neue alte Zierleisten, hat man hier die Möglichkeit. Dann gibt es einen unterschiedlichen Motorsound, den man auswählen kann in unterschiedlichen Richtungen. Dann gibt es mit die Sitzbänke, die man hinten noch anbringen kann. Die Motorausführung kann man von 90 PS, die kann man hier auch noch schön verändern, kann bis zu 120 PS gehen. GPS natürlich, klar, und hat die Kraftstoffanpassung ebenfalls mit einem Dieselkanister. Das ist bei den Traktoren dazugekommen. Was ist noch dazugekommen? Und zwar gibt es natürlich auch den passenden Anhänger. Und zwar, das ist ein bisschen. Weiter vorne hat er sich eingereiht. Na, wo haben wir denn? Na, nee, das war nicht hier. Das war doch kein Kipper. Das war eine Sammelmaschine. Ein Ladewagen.
war das. Und zwar hier den Eicherladewagen blau. Wie ihr seht, gibt es verschiedene Farben. Weiß, ja, schwarz und blau. Konfiguration. Man kann hier nur die Welle entsprechend verändern und hat die Möglichkeiten Standard- und Breitreifen. Mehr ist hier nicht zum Auswählen. Das gibt es noch. Dann haben wir noch die Möglichkeit bei den Tiertransporten, habe ich noch was hinzugefügt, und zwar den VA6 von Knies. Da passen 6 Kühe, 9 Schweine oder 10 Schafe oder 8, 12, 14 rein. Die finde ich auch absolut klasse. Weil momentan haben wir den Joskin, aber wir sind ja Old meets Young, das heißt alt und jung gemischt. Da haben wir dann erstmal ein bisschen was zu tun. Genau. Ja. Genau. Wo sind wir stehen geblieben? Hier sind wir am Abdreschen gewesen. Für das Weizen, der ist jetzt voll. All dieweil, wir wollten das abkippen hier und der war bis 10 Uhr noch zu. Ihr seht es schon, 11:06 Uhr. Wir haben auch eine Nacht verbracht. Und ich würde sagen, wir steigen hier wieder ein in unser Spiel, kippen hier den Weizen ab. Das gibt uns erstmal ein bisschen Geld. Das können wir momentan echt gut gebrauchen, weil wir sind ja nicht wirklich gut bestückt, was Geld angeht. Und das gibt wieder ein paar Euro innen auf unser Konto, damit wir wieder ein bisschen gescherre können. Ja, was soll auf Feld 1? Möchte ich dann gegen später noch Roggen machen, damit wir schön Brot backen können. Und Feld 5 ist Mais vorgesehen, um die Mais-Silage zu machen. Das brauchen ja auch die Kühe. Das möchte ich dann mit euch zusammen dann auch nochmal angehen. Hier kann man Saatgut und so Dinge auch holen, zu einkaufen. Da müssen wir mal schauen. Wir haben noch ein bisschen was am Hof, was uns reicht. Ansonsten müssen wir hier auch vielleicht das ein oder andere mal holen. Das können wir bei uns ja dann auch in den Silos einfach abfüllen und können das entsprechend dann in Bags, quasi in Bags umfüllen. Ja, wir fahren jetzt hier mit unserer dem Traktorlein zurück zu unserem Hof bzw. zu unserem Drescher, damit wir den abtanken können. Wir können hier auch mal so fahren. Das ist ja auch ganz urig, ne? Man sieht ja fast genauso viel wie von hinten. Fahren Sie mal ein bisschen den Traktor, wie sauber er ist. Und Gegenverkehr kommt hier zum Glück jetzt nicht wirklich so viel. Das ruckelt hier ein klein wenig. Ich fahre nicht so oft in der Innenansicht. Es ist ja hier eigentlich nicht, es ist ja eher das Cabrio-Feeling. Ja, genau. Ja, dann schauen wir mal, wie wir hier weiter vorankommen. Ich bin selber gespannt. Kühe wollen wir irgendwann auch noch ein paar anschaffen. Da haben wir ja jetzt noch nicht ganz so viele. 6 Stück habe ich da auf dem Plan stehen. Die will ich irgendwann noch mal hinzufügen. Beim Weizen bedacht, ich verkaufe das jetzt mal zum Schrot machen. Bringt uns das nicht wirklich, verkaufen kann man das Schrot nicht. Man müsste das dann für Schweinefutter nehmen. Das brauchen wir momentan nicht, wir haben keine Schweine. Ich möchte jetzt erst einmal auf die Kühe gehen, damit man schön Milch bekommt, damit man Butter und Zeug mal in der Produktion anwerfen könnt, dass man das zum Roggenbrot schön nutzen könnt. Vielleicht dann auch mal ein paar Ziege für Ziegenmilch. Also das wäre jetzt so tiertechnisch mein Plan, dass ich da hätte. Und genau, schauen wir mal, wie wir hier so weiter vorankommen. Da fahren wir jetzt gerade am Hof vorbei. Düset mal gleich hinten um zu unserem Drescher, tanke den ab. Ich gehe jetzt wieder in die Außenansicht. Denke mal, dann sehen wir das auch gleich. Genau. So, dann haben wir das jetzt hier auch bald abdroschen. Dann können wir auch auf dem Feld 1 demnächst schon anfangen mit Ansehen. Da müssen wir zum Glück nicht pflügen. Ein Stückchen noch. So, dann kann der das da abtanken. Da können wir den gleich wieder ausschmeißen. Und dann können wir mit der nächsten Bahn weitermachen. So, jetzt lernen.
Ja, also Stroh ist wirklich ganz viel zusammengekommen. Das waren ungefähr 150.000 Liter an Stroh haben wir eingesammelt. Also da ist echt was bei rumgekommen. Und hier haben wir ja auch noch ein bisschen Stroh zum Eisammeln. Also das sollte uns jetzt echt eine Weile reichen für die Tiere. Das sollte uns jetzt so schnell nicht ausgehen. Mal gucken, ob wir den Tempomat wieder reinmachen können, oder Bergknopf. Aber das krapselt ja ganz gut, das schafft er. Ja, ich schwätze auch ab und zu mal wieder ein bisschen mehr Schwäbisch. Das ist okay für euch, versteuert mir ein bisschen. Ist ja ein bisschen auch mein Markenzeichen, Schwabeplayer, Schwäbisch, ne? Und das möchte ich ab und zu mal ein bisschen wieder machen. Ist ab und zu mal gerät es in Vergessenheit. Weil, aber ja. Ja, was ihr noch sagen wollt, also. Es gibt momentan ein paar so Geselle, was nicht bei meinen anderen Videos, die ich so bringe, gerade Roleplay-Geschichte jetzt auch auf der Ellerbach und auch die anderen Videos, da gibt es so ein paar nette Leute, die immer disliket. Keine Ahnung warum. Es wäre schön, wenn ihr euch einfach auch mal vielleicht in die Kommentare was reinschreibt, warum ihr euch disliked, weil man kann es ja dann eventuell auch verbessern. Aber es gibt halt auch Leute, die einfach generell mal ein Dislike reinhauen und nicht mal die Videos richtig anguckt. Ja, gut. Soll ja eine Art Sport sein, habe ich auch schon mitgekriegt, dass es gern, die Leute gern machen. Warum auch immer. Jeder hat so sein Hobby. Aber ja, ich meine, ich sage immer so schön, die Leute, die hier die Videos machen, die machen das ja auch nicht damit, die irgendwas verdienen, zumindest unser einer nicht. Soll ja auch nicht der Sinn sein von dem Ganzen. Ich möchte einfach ein bisschen mitnehmen, zum Entspannen, gucke da ein bisschen rein. Wer Interesse dran hat, kann das machen. Und wer kein Interesse hat, soll es lassen. Es gibt genug andere Sachen, wo man sich anschauen kann. Und wie ich es ja von Anfang an schon mal gesagt habe und wie es an meiner Info steht, ich habe keinen Anspruch auf Profitum oder auf alles richtig machen. Ich spiele halt, wie ich spiele. Manchmal ist es chaotisch, manchmal ist es ein bisschen durcheinander. Ich bin kein Schauspieler oder sonst irgendwas. Ich bin auch kein Bauer in dem Sinn. Ich spiele es, weil es mir Spaß macht. Ich spiele die Spiele allgemein, weil es mir Spaß macht. Und so freut es mich natürlich, wenn der eine andere mich immer verfolgt. Und das ist auch schön. Ein paar Abonnenten haben wir ja. Und es freut mich auch immer, wenn der eine andere dazukommt. Auch mal ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön an alle, die mich immer da begleiten und die Kommentare abgeben oder auch mal das Like nach oben da lassen. Das freut mich natürlich ungemein, ganz klar. Und ja, und so macht es natürlich dann auch unheimlich Spaß, was zu machen. Und in diesem Sinne sage ich einfach, wie gesagt, auch im Roleplay, klar, es gibt andere Formate hier bei YouTube, die können das super gut. Da ziehe ich echt den Hut davor, wie manche da schauspielerisch und das einfach super gut umsetzt. Klar. Aber wie gesagt, den Anspruch. Es wäre schön, wenn ich es könnte. Ich kann es nicht. Und den Anspruch habe ich auch nicht wirklich, das in diese Art aufzuziehen. Da brauchst du halt auch entsprechend die Personen und die Leute dazu. Und wir sind halt ein Kleinskripple auf unserem Roleplay-Server. Und zählt uns nach, dass wir halt da jetzt nicht so die Profis sind. Ich weiß, das, was wir machen, ist teilweise Multiplay und nicht Roleplay, aber ja, mein Gott, ich meine, ist kein Meister vom Himmel gefallen. Und wie gesagt, ich persönlich habe auch nicht den Anspruch, dass ich hier der Profi bin. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Zwischenein. Es war mir erstmal wichtig, dass ich mit euch das nochmal kurz anspreche. Wie gesagt, die Dislikes, weiß nicht, ob das sein muss. Ja, vielleicht mal das eine oder andere, aber wenn es dann so querbeet einfach mal disliked wird, das ist dann nämlich glaubhaft, ist meiner Meinung nach. Aber gut, ich denke mal, jeder YouTuber oder der hier was bringt, wird mit diesen Dislikes kämpfen und so ist es halt einfach, ne? So ist das halt mit dem Internet, ne? Man ist halt nicht bekannt. Und so kann man natürlich tun und lassen,
in einem gewissen Rahmen, was man möchte. So, schauen wir mal, wie wir hier weiter vorankommen. Jetzt haben wir hier das Weizen auch demnächst abtrauschen. Oh, jetzt hat er aber echt zum Kämpfen dann auf. Aber mit 9 km/h, ja, richtig Stecher kann man es nicht mehr sagen. Zur Formel 1 Lauf wird man hier nicht mehr gewinnen. Aber soll es auch nicht, gell? Ja, ich habe mir da mal zwischendurch immer mal überlegt, die Stappenbach spielen ja jetzt gerade unheimlich viele. Die Stappenbach ist bestimmt auch für ganz viele Leute interessant, aber es spielt unheimlich viele, wie gesagt, schon auf YouTube wird man förmlich überrannt mit Stappenbach. Ich habe mich dafür entschieden, das nicht auch noch mit so anzubieten. Ich glaube, irgendwann ist es dann auch zu viel. Klar, jeder wie er mag, auch das Format von der Stappenbach. Ich finde die Karte am 17. fand ich die ganz toll eigentlich. Aber ich bin ein Produktionsliebhaber, ich liebe es mit den Produktionen zu haben und nicht nur reine Landwirtschaftsarbeit. Es ist halt mein Spiel und deswegen auf der Stappenbach ist ja produktionstechnisch kann man zwar vieles selber platzieren, ich weiß nicht, das überlasse ich dann gern andere. Ich bleibe erstmal hier auf der Bergmann. Halt Ausschau auf andere Karten, was dann noch so kommen mag, die nächste Zeit. Die Hot Online haben wir ja noch und die Obertal. Mal gucken, was davon, welches Format ich weiterspielen werde. Bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Ich verfolge das einfach meine Zuschauerzahl, was euch so interessiert, weiterhin. Je weniger halt in eurem Format zuguckt, dann macht es natürlich irgendwann auch keinen Sinn mehr. Videos zu machen, das Spiel ist einfach für mich privat weiter. Videos zu machen, das reinzubringen, wenn es noch keinen interessiert, das ist ja dann auch gerade für die Katz. Ne? So, jetzt können wir uns demnächst schon mal das Röhrle wieder rauslassen. Jetzt sind wir gleich wieder bei 100%. Schaffen wir die Reihe dann noch? Aber gerade so. Uiuiuiui. Schmeißen wir hier das Stroh auf die Wies. Oh, da bist du was, das können wir gerade so stände lassen. So, ja, der kommt nachher. So, jetzt kriegen wir den gleich wieder voll. Dann gehen wir den Weizen auch gleich wieder verkaufen. Da gibt es noch mal ein bisschen Kohle. Da müssen wir mal gucken, was ich gerne noch hätte. Ist mal ein Wiesefeld. Also eine Wiese. Dass wir Gras und Heu auch ein bisschen mal machen können. Das fehlt uns ja und vor allem möchte ich dann auch irgendwann mal so die Sache angehen, was Gemüse, Obst und Gemüse angeht. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es Gemüse, aber zumindest Obstfelder hat es. Das möchte ich gerne mal machen. Aber alles noch am anderen. Wir spielen hier Spieltag 3, wir sind jetzt noch nicht so lange dabei. Ist jetzt glaube ich die 9. oder 10. Folge, 11. Folge, ja sowas rum. Ich glaube die 10. haben wir. Eine kleine Premiere-Folge natürlich auch mit 10. Sind wir zweistellig. So, dann würde ich mal sagen, machen wir den Drescher gerade mal aus, weil das kostet uns ja sonst immer so ein. Es kostet uns ja schon Geld, also Benzin, das müssen wir jetzt nicht unbedingt raushauen. Jetzt gucken wir nochmal Weizen, wo kriegt man am meisten dafür, ist das immer noch? Ah, das sind sie verdreht, das ist jetzt am Pferdehof Fuchshausen. Jetzt, wo ist auch der? Pferdehof Fuchshausen, ist das da hinten?
IO, oder? Pferdehof. Und das ist ja noch gar nicht mehr so arg weit. Kann man nicht gerade ist da hinten? Kann man da? Ja, da kann man noch düsen. Ja, dann machen wir das doch glatt. Da müssen wir schon gar nicht mehr so weit rumfahren. Nach Hintertupfingen, müssen wir nicht. Kommen wir da durch? Ja Gott. Können wir da quer fahren über die Felder? Und dann verkaufen wir den Weizen auf dem Pferdehof. Stoffhüttentonne und alte Schacht. Ist das ein Wasserschacht? Keine Ahnung. Jetzt müssen wir hier auf die Straße. Und da ist der Pferdehof. Fuchshausen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir bloß noch ein Abladetrigger finden. Jetzt fahren wir einfach mal da in den Hof rein. Machen halt schön den Blinker an. Einmal da hinten rein. So. Jetzt, was meint ihr, wo könnte man das vielleicht abgeben? Da kann ich mir Pferde holen. Wo ist der Abladetrigger fürs Getreide? Ist das hier gar nicht da? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Pferdehof Fuchshausen. Das müsste schon das sein, Dana. Das heißt, irgendwo müsste man das abkippen können. Ah, jetzt. Jetzt, wo ich gucke. Da muss man so rum reinfahren. Zum Glück haben wir jetzt keinen Drehschemel. Oder ich einen Ast lache, bis ich da drin bin. So schon mal liebe Mühe. So, und da kommt der Abladetrigger, jawohl. Weg dafür. Mal gucken, was da gibt dafür. 2000 Liter. So, jetzt wieder eine Stange geben. Sehen wir, 13.000. Boah, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Sind wir schon bei 46.000. Da kommt nichts. Dann fahren wir wieder noch zum Drescher. Waren da jetzt die Einfahrt aus Fuchshausen, müssen wir raus. Dann haben wir da eine links. Gleich wieder rechts. Jawohl. Dann kommen wir wieder zu unserem Feld 5, zu unserem Weizenfeld. So, dann lassen wir gerade mal da stehen. Das setzen wir dann wieder an da. Das Röhrlein ein. Drehen wir da einmal. Nur 50 Strecke. Das setzen wir hier an. So. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen da, wie gesagt, gern nach oben. Ein Abo, wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wieder sehen miteinander auf einem anderen Video. Bis dahin wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Bis denn. Tschüss, tschüss.